Einer meiner Abonnenten hat letztes Mal geschrieben mit der Lampe, weil die steckt ja so in dem Futteral drin, was ich angebaut habe an meinem Werkzeugkoffer. Durch den Knopf könnte sich die Lampe von selbst einschalten. Nein, kann sie nicht, weil die Lampe hat eine Einschaltsicherung. Und zwar, will ich mal ganz kurz zeigen, wenn ich den Knopf hier drücke, bis das schwache Glimmen der Lampe angeht und wieder aus, also so lange drücken, dann funktioniert kein Knopf mehr. Ich mach's mal an. Haben wir's schon? Ja. Jetzt geht kein Einschaltknopf mehr. Hier kann ich drücken. Hier kann ich drücken. An der Seite, weil sie hat hier einen Knopf und hier hinten. Ich kann also drücken, ohne dass irgendwas passiert. Erst wenn ich die Einschaltsicherung wieder bewusst ausschalte, und es geht nur über diesen Seitenknopf. Und zwar schauen, dass ich es auch sehe. Und zwar, ich drücke so lange, bis die kleinste Stufe, das Glimmen, wieder an ist und lasse dann los. Dann ist die Einschaltsicherung ausgeschaltet. Moment. Jetzt ist es an und ich lasse los. Jetzt kann ich sie ausschalten oder einschalten, aus. Auch hinten kann ich jetzt wieder am Knopf einschalten. Aber solange die Einschaltsicherung eingeschaltet ist, geht da nichts. Ich schalte sie wieder ein, drücken und halten. An und dann geht es auch wieder aus und jetzt ist die Einschaltsicherung eingeschaltet, kann nichts passieren.